Ahoi ihr Lieben, ja heute mal an einem ganz anderen Ort und zwar bin ich in Saint-Nazaire in Frankreich auf der Werft und zwar bei STX France. Es wird hier gebaut, die Harmony of the Seas, die auch ja, weitgehend schon fertig ist, also 95% zumindest und ja, wie es hier so aussieht. Und ich muss natürlich hier auch eine Sicherheitskleidung tragen, sowohl diese wunderschöne Brille als auch diesen Helm. Wie es da so aussieht da auf dem Schiff, da bin ich jetzt schon sehr gespannt und da nehme ich euch natürlich jetzt mit. Jetzt sind wir hier in dem Bereich. Das wird, man kann es schon erkennen, später mal die Royal Promenade sein. Ja, wir sehen auch hier ist noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Ja, das ist in den Grundzügen im Grunde ganz klar vergleichbar mit Oasis und Allure of the Seas. Es wird dann das ein oder andere Outlet geben, wo es dann am Ende mal Unterschiede gibt natürlich. Ja, also, ja, wirklich noch einiges zu tun. Ja, aber guck mal, hier ist schon was fertig, hier sieht man es schon. Ach, guck mal hier, ganz überraschend. Hier kommt man dann wieder in so Bereiche, wo man denkt, ach, das könnte man nächste Woche gleich schon in Betrieb nehmen. Ne? Aber jetzt in dem Zustand kann man natürlich auch raten, was das jetzt hier eigentlich ist. Ja, ich vermute hier eine Bar. Ja, also es ist in dem Zustand, so das zu raten, ist echt schwierig. Also ich muss gleich mal fragen, was das da wirklich gewesen ist. Ja. Wichtig ist es auch hier immer, den Anschluss an unsere Gruppe zu behalten. Nicht, dass ich mich dann hier irgendwann total verlaufe. Was müsste denn hier jetzt kommen? Ach so, Grease steht hier, das ist das Theater. Es fehlen halt jetzt noch die Stühle oder so, ne? Noch keine Stühle. Die Bühne wollen wir uns mal angucken. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Hier also nochmal der Blick dann auf die Royal Promenade. Und da unten, da geht es dann wie auf der Oasis oder Allure zum Eisstadion und zum Casino. Das Eisstadion, da sind wir vorhin auch schon gewesen, das sah schon relativ ordentlich aus, also schon relativ fertig. Casino, auch schon mitten in der Arbeit, mitten in Arbeit. Und ja, da ist noch ein bisschen was zu tun. Es waren hier noch keine Slotmaschinen da, ja, also die müssen noch geliefert werden. Und dann haben wir vorhin auch schon das Hauptrestaurant gesehen, das dreistöckige. Ja, da auch noch viel, viel, viel zu tun. Und was da vor allem fehlt, ist der riesen Kronleuchter, ja, der ja dann so ein Erkennungsmerkmal ist von diesem Hauptspeisesaal. Jetzt gehen wir hier schon mal in eine Kabine, wahrscheinlich Balkonkabine. Ja, noch etwas desillusionierend hier, ne? Wenn man die Betten hier mal so sieht. So, die Matratze ist noch nicht benutzt worden, auf jeden Fall. Ja. Ach, guck mal, hier Lampen ohne USB-Anschluss. Das sei schon mal festgestellt. Neueren Schiffen ja häufig USB-Anschluss an den Lampen. Fernseher ist schon geliefert worden. Ja, also das ist natürlich jetzt nur so ein ganz, ganz, ganz kurzer Eindruck hier von der Balkonkabine. Aber, oh, schöner großer Balkon hier. Mehr dann natürlich im Video, wenn ich dann an Bord bin. Und hier sind sie auch, USB-Anschlüsse. Yay! Jetzt sehen wir wieder Tageslicht, denn jetzt sind wir hier auf dem Boardwalk, dieser interessante Außenbereich, der eben gesäumt ist, ja, von Kabinen auf beiden Seiten. Guck mal hier schon mit so Karusselldekoration schon mal. Es gibt jetzt übrigens Specials für diese Kabinen auf beiden Seiten, wo man einige Vorteile hat. Ich glaube, irgendwie Softdrink-Package oder so im Preis enthalten, weil es ist natürlich speziell, ja, wenn man da irgendwie so einen Balkon hat. Die ganzen anderen Hunderte auf der anderen Seite können irgendwie zugucken. Hier wird also noch ordentlich gearbeitet. So, hier wird noch Holz zugeschnitten. So, das war ihm jetzt gerade unangenehm, weil er da gerade mit seinem Handy gespielt hat. Sollte keiner sehen. Und ja, hier sieht man dann schon die Restaurants, die dann da entstehen. Da können wir einfach mal ranspringen. Da. Und gleich geht es dann noch Richtung Aquatheater. Was jetzt tatsächlich da oben noch fehlt, beziehungsweise einmal hier runtergehen, das werden diese beiden Rutschen sein, namens The Ultimate Abyss. Was mir nicht so ganz klar war von Anfang an, das sind keine Wasserrutschen, sondern es sind trockene Rutschen.
Aber das ist natürlich nicht minder spannend, denn das Ganze geht eben mal eben über 10 Decks von da oben dann einmal hier runter und man landet dann quasi hier in diesem vorderen Bereich. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ja, hier wird gebaut Sabre, weißt du, das ist glaube ich so mexikanische Küche. Habe ich selber noch nicht probiert, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ja, also hier müssten dann diese Rutschen, hier müsste man dann irgendwie landen, ja. Also das ist schon, oh guck mal, da sieht es ja noch, das sieht ja noch spannend aus. Was ist das da, dieser Rock-Climbing-Felsen oder was? Ja, das ist natürlich, this is Rock-Climbing, ja? Yeah. Yeah, rock climbing. Behind there, is it the same position as on the old? Yes. Okay. Should ah, yeah, that is also rock yes. climbing. Rock climbing. Und hier ist dann eben dieses Aqua Theater. Hier ist also auch noch einiges zu tun beim Aqua Theater. Das ist natürlich irgendwie so ein ganz, ganz, ganz toller Platz, ne? Hier hinten raus, wo eben diese Aquashows stattfinden. Es soll dann hier dieses Mal auch so fliegende Menschen geben mit so einem neuen System. Das hat hier Nick Weir, der da gerade spricht. Das ist der Senior Vice President für Entertainment. Der hat mir das schon mal beim Kreuzfahrtkongress verraten. Und zwar werden die Menschen dann so mit so Systemen, die sonst für Kameras, für fliegende Kameras genutzt werden, sollen dann hier lang fliegen. Also da bin ich sehr gespannt. Ja, hier sieht es wirklich noch abenteuerlich aus. Ja, also wenn man das hier so sieht, natürlich, der Boden ist natürlich irgendwie geschützt. Wenn man das jetzt hier so sieht, als Laie, man würde nicht denken, dass es sich da um Neubau hält, ja, handelt. Und jetzt sind wir angekommen, ja, auf dem wichtigsten Ort des Schiffes sozusagen, wo man sonst eigentlich natürlich nie hinkommt. Das ist dann die Brücke. Die hat natürlich gewaltige Dimensionen auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Ja, auch hier ist noch nicht alles fertig, wie man sieht. Oh mein Gott. Also wirklich, das sind gewaltige Dimensionen. Ach guck mal, hier sieht man schon, das ist offenbar hier die Teppichprobe. Ja. Und hier ist dann der Hauptsteuerbereich. Jetzt sind wir hoch oben auf Deck 15. Das ist ja hier dann der Solariums-Bereich, der überdacht ist normalerweise. Jetzt könnte man denken, ja, das Dach ist schon da. Das stimmt auch so, aber es ist eben noch kein Glas dort vorhanden. Hier dann das Solariums Bistro, was hier entstehen wird, auf der Oasis und der Allure. Ein wunderbarer Ort zum Frühstücken, wie ich finde, weil da immer nicht so viel los ist. Ja, und so, ja, guck mal, hier alles mit Holzplatten abgedeckt. Gucken wir hier einmal runter. Und hier hat man noch einen Blick von hier da auf die Brücke tatsächlich wieder. So, und wieder zurück aus dem Solarium. Ja, jetzt Richtung Pooldeck. Und da sehen wir dann auch hoffentlich die Rutschen tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen aus der Nähe. Es ist heute wirklich mal eine besondere Herausforderung, ne? Ich sehe das jetzt alles zum allerersten Mal. Hab's ja vorher auch noch nicht gesehen, dafür war logischerweise gar keine Zeit. Also ja, hier sind die Ausläufe für die Rutschen. So, wenn wir jetzt mal gucken, wie sehen die aus? Ah, so. Ja, das wird natürlich interessant sein, damit dann darauf auch dann erstmal zu rutschen. Hier sind noch so einzelne Teile tatsächlich. Ja. Ja, gut. Also mal gucken, ob ich das dann machen werde im Juni. Genau, einmal diese hier und dann einmal die andere. Ja, ihr erlebt mich heute ungewohnt still. Ja, das ist natürlich so, bevor ich jetzt hier irgendeinen Scheiß erzähle. Was mag denn das hier sein? Ja gut, hier kommt noch der Pool rein, ne? Also ein bisschen höher gucken. Also man braucht doch ein gewisses Vorstellungsvermögen. Ja, da entsteht noch eine weitere Rutsche. Da liegen auch schon da die Teile da drüben. Ja, und hier können wir nochmal runter gucken. Da, wo wir ja auch schon waren. So. Guck mal, die Dusche gibt es hier auch schon.
Ja, und das ist hier alles halt geschützt, ne, mit irgendwelchen Folien oder so. Aber gut, dann wischt man da am Ende einmal rüber über den Bodenbelag, dann ist wieder alles wie neu, hoffentlich. Ja, und weiter geht's. Hier ist ja dann normalerweise so eine Zipline, ne, mit der man hier einmal über diesen Abgrund fahren kann. Das ist natürlich nicht zu sehen. Dort dann der Windjammer Marketplace, das Buffet-Restaurant. Und ja, hier oben werden dann sein diese Flowrider, die Surf-Simulatoren. Hallo. So, ich bin, glaube ich, so ein bisschen, gerade ein bisschen irritiert, weil ich, glaube ich, meine Gruppe verloren habe. Denn wir haben hier so Farben, ne? Und ich bin Gruppe 4, gelb. Jetzt kommt mir aber Gruppe, was ist das, blau oder was, entgegen? Ach, da ist wohl gelb. Ein Glück. So, jetzt gucken wir mal hoch. Aha, so, der Flowrider, also einer von denen, scheint auch schon geliefert zu sein. Ich habe das ja selber noch nie probiert, ne? Wäre auch mal ein Thema für ein Video. Hier entsteht dann so eine kleine Tribüne, da kann man dann sitzen und zugucken. Und hier gibt es dann, oh, etwas windig, hier gibt es dann eine Bar. Und dort drüben dann Flowrider Nummer 2. Und da bin ich schon wieder an Land, ja, auf der STX-Werft hier in Sornaseer. Das war eher mein kleiner Besuch hier auf der Baustelle wie heißt das Schiff? Harmony of the Seas. So, sorry, ein bisschen durcheinander heute. Ende Mai geht sie ja an den Start mit den ersten Einführungsfahrten. Ich bin dann irgendwann im Juni drauf in Barcelona. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ja, das war mal spannend für euch. So ein ganz anderer Einblick. Auch wenn ich manchmal ein bisschen sprachlos war im Vergleich zu sonst, weil es ist einfach manchmal schwierig, dann, wenn man selber noch nicht so viel weiß, dann darüber zu erzählen. Ja. Also wenn ihr eine Reise buchen wollt, tut das gerne über die Links. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.